Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Online-Kurs My Own Triangle oder My Own Triangle. In diesem Kurs lernst du die komplizierte und umfangreiche Anleitung eines Dreieckstuchs in vier Größen zu berechnen. Mir geht es darum, dass du dem Kunden sagen kannst, wie genau seine Zahlen lauten und wie er sie einsetzen darf. Ferner natürlich auch den Garnverbrauch. Wie der Triangel nachher aussieht, hängt ganz allein davon ab, für welche Größe er sich entscheidet, welche Musterzusammenstellung er wählt und welche Farbzusammenstellung er wählt. Der Triangel sieht wie alle My Own Patterns bei jedem anders aus. Sie sind total individuell, haben nie dieselben Zahlen, haben nie dieselben Muster und auch nie dieselbe Größe. Denn auch die Maßangaben sind nur Zirka-Angaben. Da der Kunde auswählen kann, ob er ein Tuch in Größe S, Größe M, Größe L und Größe XL wählen kann. Die Maßangaben habe ich dazu geschrieben. Berechnest du ihm quasi vier Anleitungen in einer. Jeweils mit anderen Zahlenkombinationen und doch allen Impulsen. Wie du bei diesen beiden Tüchern sehen kannst, sind verschiedene Musterkombinationen gestrickt worden. Einmal mit Lochmusterreihe, einmal ohne. Die Abgrenzung der einzelnen Impulse überlassen wir immer dem Kunden. Wir errechnen ihm nur die Anleitung, geben aber einen Vorschlag. Ich habe also einen Mustervorschlag in der Anleitung stehen, nach der sich der Kunde richten kann, wenn er mag. Gleichfalls kann er sich selbst die Farben aussuchen, selbst sein Garn aussuchen und du sagst ihm nach deiner Berechnung, wie viel Garn er braucht, denn er gibt dir im Normalfall eine Maschenprobe, zumindest die Angaben der Maschenprobe. Eine Maschenprobe sollte immer 12 mal 12 cm Minimum gestrickt werden, in glatt rechts, dann gewaschen, gespannt und getrocknet und möglicherweise gedämpft werden, je nachdem, wie der Kunde sein Tuch nachher behandeln möchte. Und dann darf er aus der Mitte heraus 10 mal 10 cm abmessen, wie viel Maschen er in der Breite hat und wie viel Reihen in der Höhe. Hier sehen wir einen Triangel von Rosemarie Keller, einer ganz lieben Kollegin vom Planetencode aus der Schweiz. Sie hat ihren Triangel mit einem Verlaufsgarn gestrickt in verschiedenen Mustern, auch ohne Lochmusterreihe. Wie man hier sehr schön sehen kann, kann man ihn wunderbar mit Fransen verzieren oder auch anderen Mitteln. Ja, einmal zum Namen My Own. Als diese Idee sich entwickelt hat, wurde mir der Name auch von der geistigen Welt gegeben. Und ich weiß nicht, ob es an meiner Affinität zu England liegt oder keine Ahnung. Es hieß auf jeden Fall My Own Spirit und My Own Healer sind die ersten. Und ja, so sind My Own Spirit, der gerade gestrickte Schal, und My Own Healer, der in Wellen gestrickte Schal, als Zwillinge geboren. Den Spirit durfte ich als erstes entwickeln
Und 5 Tage später, glaube ich, war auch dann der Healer schon fertig entwickelt. Die beiden werden in verkürzten Reihen gestrickt. Aber keine Sorge, das lernst du auch innerhalb der Lektionen für die jeweiligen Anleitungen. Dann gibt es ja die Babydecken, My Own Blanket Vincent, gehäkelt, zusammen mit dem My Own Friend Winnie, dem Seelenpüppchen, auch gehäkelt, und My Own Blanket Mia. Das ist dann das gestrickte Pendant zu Vincent. Ja, beide auch wieder mit verkürzten Reihen, auch gehäkelte verkürzte Reihen, aber auch keine Sorge. Ich mache Videos dazu, Arbeitsvideos, wie diese Maschen gehäkelt bzw. gestrickt werden. Und da dürfte eigentlich dann alles auch gut erklärt sein für dich. Außerdem ist es nicht zwingend notwendig, dass du häkeln oder stricken kannst. Ja, dann haben wir die My Own Healing Slippers. Die habe ich zusammen mit Rosemarie Keller entwickelt. Die werden in Reihen gestrickt. Und zwar sind das Filzpuschen, also dickere als diese Geschichten. Die werden eben mit diesem Filzgarn gestrickt. Da gibt es 3 Sorten von. Das erkläre ich dir aber dann in der Lektion auch. Und wir arbeiten mit der mittleren Stärke. Dafür habe ich auch eine Größentabelle entwickelt, die ich dir dann zur Verfügung stelle, wo du die Maschenanzahl ablesen kannst, die du aufnehmen musst oder die der Kunde aufnehmen muss und auch wie die Reihen zusammengesetzt sind. Und nachher werden nur noch 2 Nähte geschlossen und dann sind die quasi fertig. Dann sind es geschlossene Schuhe, man kann sie dann noch verzieren. Ich habe bei den Bildern habe ich dir einige dazu gepackt, wo auch Verzierungen bei sind. Und ja, ich habe meine mit der Anziehhilfe, die habe ich einfach damit dran gestrickt. Ja, weil man kann sie auch umklappen und dann hat man einen ganz lustigen Abschluss. Aber so als Anziehhilfe ist das eben auch mega praktisch. Ja, was haben wir denn noch? Spirit, Healer, der Wing, My Own Wing. Ja, kein Wing sieht so aus wie der andere, weil jede Anleitung wird mit anderen Zahlen gefüttert. Und jede Zahl wirkt sich auf das Aussehen des Wings aus, sowie auch auf alle anderen Stücke. Beim Wing ist das halt ganz krass zu sehen, weil das Muster oder die Impulse wirklich nach außen sichtbar sind, weil sie an der einen Kante laufen. Bei den anderen ist es meistens so, dass das innerhalb der Arbeit unterschiedlich ist. Je nachdem, welches Muster der Kunde strickt, wird er schmaler oder breiter oder eben gewellt, je nachdem, was der Kunde für Muster sich aussucht. Ich habe auch da in der Anleitung einen Mustervorschlag gegeben, den zeige ich dir dann auch in der entsprechenden, im entsprechenden Kurs, so dass du eben auch weißt, wovon du sprichst, wenn du diese Anleitung verkaufst. Hier seht ihr My Own Spirit, den gerade gestrickten Schal, den man zum Loop schließen kann. Dies ist My Own Blanket Vincent, die gehäkelte Babydecke mit dem My Own Best Friend Winnie, dem gehäkelten Seelenpüppchen. Hier ist der My Own Wing zu sehen, in verschiedenen Formen, Farben und Ausführungen. Auch der My Own Triangle ist ein individuelles und sehr vielfältiges Dreieckstuch mit verschiedenen Mustern.
Hier sehen wir den My Own Healer, den in Wellen gestrickten Schal, den man auch zum Loop schließen kann. Und last but not least, die My Own Healing Slippers, hier mit Anziehhilfe, hier mit Verzierungen in vielen Formen und Farben, personalisiert und individuell wie alle My Own Patterns. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich in einem meiner Kurse begrüßen zu dürfen. Tschüss!